Henrichs lehnt die Bayern ab, Hertha auf Shoppingtour und verletzt zu Köln. Das ist Ihnen des Tages. Mein Name ist Nico. Frohes Neues. Ja! Legen wir los. Benjamin Henrich steht weiterhin unmittelbar vor einem Transfer zu RB Leipzig. Auch der FC Bayern hat ja bekanntlich Interesse gehabt. Das haben wir ja schon mehr als einmal erwähnt. Aber hat nur eine Leihe angeboten. Henrichs allerdings will fest wechseln und zwar zu RB und zwar laut Sportbild, weil er unbedingt mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten will. Ja, so weit sind wir inzwischen schon. Spieler wechseln zu Julian Nagelsmann, weil sie unbedingt mit ihm arbeiten wollen. Kann man nicht helfen, ist scheinbar so. Wie auch immer, derzeit ist man noch ein bisschen am Feilschen wegen der Ablösesumme, denn Monaco fordert wohl doch wieder 25 Millionen. RB ist noch nicht bereit, es zu bezahlen. Man kann aber davon ausgehen, dass sie sich noch einigen werden. Hertha BSC hat seinen ersten Winterneuzugang verkündet. Es ist Santiago Assascibar vom VfB Stuttgart. Für 10 Millionen Euro kommt der Argentinier in die Hauptstadt und ist ab sofort Teil von Hertha BSC und reist auch mit der Mannschaft in die USA, zum Trainingslager. Auch bei Granit Xhaka ist noch nicht alles vorbei. Da hieß es ja vor Tagen bereits, man sei sich komplett einig. Und das kam ja sogar vom Berater des Spielers. Gestern allerdings spielte Xhaka von Anfang an im Topspiel gegen Manchester United und das auch noch ziemlich gut. Und danach sagte Mikel Arteta, dass Xhaka ihm gesagt habe, dass er bei Arsenal bleiben würde. So, jetzt stehen wir also da, dass der Berater schon gesagt hat, er geht zu Hertha. Jetzt sagt der Trainer allerdings, er bleibt und wir wissen alle überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Vom Tisch ist das Thema noch nicht. Derzeit ist die Tendenz aber wohl relativ klar. Xhaka bleibt bei Arsenal. Bei Eintracht Frankfurt lassen Winterneuzugänge weiterhin auf sich warten. Allerdings gibt es einen ersten Abgang. Oder zumindest könnte es den bald geben. Und zwar Simon Fallett, der französische Innenverteidiger. Wobei, stimmt nicht, Halbfranzose, steht vor einem Transfer zum 1. FC Köln. Zumindest laut Medienberichten. Demnach will Köln Fallett für die Rückrunde ausleihen, inklusive Kaufoption. Meine persönliche Meinung ist, ich sehe nicht unbedingt, wie Fallett den 1. FC Köln verstärken könnte. Meine ich ganz ernst. Ich mag Fallett, menschlich ein Riesentyp. Sportlich allerdings glaube ich, dass sogar Köln mal mindestens ebenbürtige Alternativen im Kader hat. Nach dem Transfer von Haaland und dem Abgang von Julian Weigel kann man davon ausgehen, dass der BVB in der Zentrale im Mittelfeld noch was machen wird. Denn Julian Weigel war ja ganz klar die erste Option, wenn Delaney und Witzel ausfallen. Nun ist er weg, für 20 Millionen ging es also nach Lissabon. Und man muss denken, dass der BVB noch was tun wird. Und Topkandidat dafür, Emre Can, zumindest aus italienischen Medienberichten, ist man immer noch in Verhandlungen mit dem Ex-Bayern und gebürtigen Frankfurter. Cans Wechselwunsch ist in Turin allen bekannt. Der Mann spielt bei Maurizio Sarri keine sonderlich große Rolle mehr. Ob man über eine Leihe oder einen Kauf redet, das ist nicht bekannt. Klar ist allerdings, Emre Can hat einen Monstervertrag bei Juventus Turin. Und zwar einen so großen, dass sogar für Dortmund es schwierig sein könnte, diesen Vertrag zu absorbieren. Also eventuell Transfer und einen leistungsbezogenen Vertrag aushandeln. Oder man muss eine Möglichkeit bei einer Leihe finden. Und für Paco Alcacer, der Mann, der ja gesagt hat, wupp, Haaland ist da, kein Bock drauf, ich will weg, hat man ein Preisschild festgelegt. 40 Millionen Euro sollen Interessenten für den Spanier bezahlen, damit sie ihn verpflichten können. Marc-André Ter Stegen laboriert an einer Knieverletzung. Das haben wir in den letzten ein, zwei Tagen mitbekommen. Nun wissen wir allerdings, dass es keine OP direkt nach Saisonende geben wird. Das war ursprünglich mal so angekündigt. Nach dem letzten La Liga-Spiel gibt es die OP und der Mann, ich habe schon wieder OP gesagt, OP und der Mann fällt für 4 Wochen aus. Dagegen hat sich Ter Stegen anscheinend jetzt selbst entschieden und will die EM noch mitnehmen und sich erst danach operieren lassen. Und das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.